Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tomb Raider mit mir, dem Jan. Jetzt werden wir hier mal zu dem Camp wieder gehen. Was ist denn unsere Aufgabe? Also öffne ich eine Karte. Finden Sie zum Lager der Überlebenden. Erstmal wieder ein bisschen mit der Steuerung hier klarkommen. So, hier ist das Lager, da ist eine Kiste. Oder neben Munition. Ross, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Okay. So, wo können wir denn? Können wir hier rein? Da war wieder mein Rein. So, was befindet sich hier drin? Noch ein Buch. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Panir, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panias grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn's zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Pania. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Es ist sein Bruder ertrunken. Ja, hier sind sie alle. Hey, meine Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gern hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance. Er holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen es versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilft auch Jonah da drüben. Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. So, gelange zu den Galion. Okay, ich montiere das alles ab und bereite die Maschine für den Flaschenzug vor. Kann ich auch irgendwas tun? Wohin? Nach da hinten? Ist hier irgendwie noch was versteckt? Okay, da kann ich nicht hochklettern. Aber ich kann hier runter, ne? Gut, vom Schwein werde ich nicht angegriffen. Dieses Boot kann man bewegen.
Aber ich weiß noch nicht, wohin. So. Sind wir hier schon mal angekommen? Die Seite von der Leiter müssen wir hochklettern. Ein bisschen Schrott sammeln. Und jetzt hier rüber. Wahnsinn. Portugiesisch. Über 100 Jahre alt. Ach so, da komme ich runter nachher später. Jetzt sind wir hier schön drin. Wer zum Teufel sind Sie? Sie scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Was geht hier los? Gut. Erstmal gucke ich, ob hier noch irgendwas ist. Nee. So, dann plündern wir mal die Piraten. Geht nur hier lang. Und jetzt? Da ist er. Wo geht's denn nach hier oben? Ja, erstmal springen wir nicht hier die Wand hoch, ne? Hier ist doch ein Weg, oder täusche ich mich? Komme ich denn hier so rüber? Nö. Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach... Ja, okay, Nummer 1 haben wir nochmal getötet. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Ich muss hier oben hin. Bringt mir das hier hoch? Was soll mir das denn bringen? Da ist er. Ich
würde ja sagen, dass ich hier hoch muss. Aber es geht nicht. Wo muss ich denn hin? Ah, okay. Also, okay. Und jetzt kann ich hier rüber. Ey, das war voll der Kopf. So, hier war eine Kiste. So etwas wurde von Schreibern am chinesischen Kaiserhof benutzt. Eine kleine Gravur deutet darauf hin, dass es Eigentum eines kaiserlichen Botschafters war. Okay. Okay, jetzt gehen wir dann zurück zum Lager, ne? Was bringt mir dieses Boot? Ist hier ein geheimer Durchgang? Nee. Krieg ich nur Schaden. So, gleich sind wir wieder da. Danke. Was ist? Alex müsste längst zurück sein. Dr. Whitman! Jonah! Hilfe! Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Ich bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Faust. Stopp, stopp, stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Lara, warte! Hier, nimm den Bogen.
Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Der hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. Komponent, Bogen, Waffen modifizieren. Also Ausrüstung. Aufgeladenen Feuerweide sitzen beim Einschlagen eine größere Fläche an Feuer. Eingeflochtenen Sehne, die den Schaden erhöht. Okay. Ich habe keinen Fähigkeitspunkt. Lara, die Endurance liegt auf der anderen Seite dieser Klippen. Wahrscheinlich kannst du den neuen Bogen auf dem Weg gut brauchen. Vielleicht über die Felsen bei dem Dock. Irgendwelche Anzeichen von den Plünderern? Nein, es ist ruhig. Wenn sie da wären, wüsste ich nicht, worauf sie warten. Wenn sie da wären. Okay, mein Ziel ist jetzt da hinten. Ach, hier sind wir schon mal lang gelaufen, glaube ich. Okay, jetzt können wir halt auch da Pfeile reinschießen. Ach du D. Nach da oben. Okay, Reyes, ich nähere mich der Endurance. Was genau brauchst du? Alex, da bist du. Wir waren schon besorgt. Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara, nein. Ich schaff das. Ich gehe jetzt rein. Ab jetzt. Funkstille. Alex, was machst du da? Was mach ich hier? Den Schatz rennen. Gibt es hier zufälligerweise mehrere Wege? Ja, nee, da gehe ich jetzt nicht nochmal runter. Wie komme ich denn hier hoch? Wie wär's mit der Leiter? Wieso gibt's hier jetzt mehrere Wege? Das nervt mich. Und was haben Sie gesagt? Was ist da oben los? Irgendeine Frau hat alle Gefangenen befreit. Und alle anderen sind gelegt. Wo zum Teufel ist sie? Ich weiß es nicht. Was? Nein. Hat jemand Boris informiert? Hierüber! Ey.
So, was wäre, wenn ich jetzt hier weitergelaufen wäre? Würde ich jetzt aber auch erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.